Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Leute, es ist gerade eine ganz weirde, steht mein Mikro überhaupt richtig, eine ganz weirde Situation, Alter. Ich war in England. Es ist jetzt für mich tatsächlich anderthalb Wochen her, dass ich aufgenommen habe. Für euch ist es 3 Tage her, das letzte Video. Dort haben wir ja dort hinten das kleine Abteil gemacht, das da, wo wir so ein bisschen gebaut haben, beziehungsweise den Spawner ausgebaut haben. Ich muss mich hier gerade erstmal dran gewöhnen. Es ist irgendwie immer, bei mir ist es immer eine ganz komische Atmosphäre. Wenn ich aufnehme oder die Aufnahme starte, dann ist immer mein Bildschirm und alles sehr, ich weiß nicht, das ist ganz weird. Das fühlt sich hier ganz komisch alles an. Ich war in England. Es ist so viel passiert. Corona ist während der Zeit, wo ich in England war, ausgebrochen wie nichts anderes. Alter, keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, ich habe übrigens hier auch gleich mal das verrottete Fleisch mitgenommen, was ich drüben erfarmt hatte am Spawner. Ich glaube, ich habe nicht lange gefarmt. Ich hatte, glaube ich, auch 30 Minuten oder so an dem Spawner gefarmt. Und danach war erstmal Schluss, weil ich dann meine Koffer packen musste und ab nach England wollte. Ich bin heute übrigens ein bisschen müde. Verzeiht es mir, falls es ein bisschen anders ist als sonst. Gehört halt einfach dazu. Gestern bin ich zurückgekommen, saß 16 Stunden im Bus, hab im Bus manchmal sehr, sehr, sehr komisch geschlafen. Also ich bin mit meinem Kopf an dem Vordersitz eingeschlafen und dann 2 Stunden später an dem Vordersitz aufgewacht, was überhaupt nicht gut ist, Alter, weil mein Kopf sich angefühlt hat, als wäre sonst was passiert. Das kann ich euch nicht beschreiben, Junge. Ich muss 2 Stunden an diesem Sitz gelegen haben und mein Kopf hat scheinbar wirklich ungelogen die ganze Zeit durchvibriert wie nichts anderes. Also wirklich jetzt, das war so unfassbar schlimm. Aber ich habe tatsächlich alles überlebt. Mein Kopf hat danach zwar weh getan wie nichts anderes. Es ist alles okay, nichts ist wirklich Schlimmes passiert. Es gab in England ein paar viele unangenehme Argumente wollte ich jetzt sagen. Vieles, was ich, naja, very, very strange fand, und ich bin der englischen Sprache immer noch nicht mächtig tatsächlich. Ja, es gab sehr komische Momente, auch sehr tolle Momente. Es war manchmal ein bisschen weird, da zu sein. Ich hatte auch ein paar Dinger, wo ich mir gedacht habe, yo, Alter, what the fuck geht mit der Welt ab? Ich habe auch einen Tweet rausgehauen, da kann ich mir mal das Bild zu einfügen. Wir standen direkt in London am Big Ben. Direkt am Big Ben war das. Und davor gab es eine U-Bahn-Station, in Anführungszeichen. Die hat in den weltberühmten Underground von London geführt. Und dort waren Graffiti rangesprüht, wo im Prinzip gesagt worden ist, yo, hier halten sich jede Nacht Obdachlose auf, Leute ohne Zuhause. Und die werden jede Nacht rausgescheucht oder dort rausgescheucht und jede Nacht von der Polizei halt einfach da rausgejagt, anstatt sie dort einfach sein dürfen und dort chillen dürfen. Im Warmen werden sie da vom Staat, ich stelle mir das immer so vor, wisst ihr, ich gehe zur Polizei und denke mir dabei eigentlich so, yo, ich will was Gutes tun, ich will helfen, ich will dafür einstehen, dass es den Leuten besser geht dort, wo ich lebe, dass weniger Unrecht passiert. Und dann muss ich aber für meinen Beruf obdachlosen Menschen, die oft viel dafür können, da sage ich gar nichts gegen, oft sind Leute daran auch selber schuld, aber nun mal gibt es oft auch genau das Gegenteil, wo die Leute halt einfach 0,0 Schuld tragen und das Schicksal einfach dazu geführt hat, dass sie dort sind, wo sie sind. Und diese Menschen, die vielleicht nicht mehr was dafür können, die ihre eigene Geschichte haben, die ihr eigenes Leid durchgangen sind, in Anführungszeichen, muss ich dann dafür, dass ich den Beruf ausgewählt habe, um für besseren Menschenumgang einzustehen, dafür, dass ich den Job angenommen habe, beziehungsweise gemacht habe, muss ich dann Menschen, die so ein Schicksal teilen, irgendwo rausjagen, beziehungsweise darf sie nicht da lassen, obwohl es eigentlich öffentliche Orte sind, die zwar nicht dafür gemacht sind, aber den Leuten einfach riesig weiterhelfen. Ist das nicht irgendwie so ein Gegenteil, so ein doppelmoralisch, kann man das so nennen? Wie es in jeder Großstadt ist, gab es auch diese Banden, die einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen wollten. Wir hatten eine, die hat so getan, und das hat man wirklich gesehen, sie hat ein Kissen unter ihrem fucking Bauch. Sie hat so getan, als hätte sie, oder wäre sie schwanger und wollte Geld und Essen von uns haben. Tatsächlich waren wir sogar so gnädig, da möchte ich es kurz erwähnen, wir waren sogar so gnädig, in Anführungszeichen, und haben ihr was zu essen gegeben, weil wir da noch nicht gesehen haben, dass sie wirklich nicht schwanger ist. Und dann wenig später haben wir gesehen, sie hat sich auf den Bauch gefasst und du hast einfach gesehen, das ist kein Bauch einer Schwangeren. Das konnte es einfach nicht gewesen sein. Und what the fuck, was habe ich hier für FPS, du Ops. Ja, und dann gab es auch noch die, also ich habe es in Berlin tatsächlich noch nie gesehen, aber es gab Frauen, die haben dir Rosen
gegen den Körper gedrückt. Also wirklich gegen den Körper gedrückt. Und so getan, hier, nee, mal, ist kostenlos, kannst du mitnehmen, ist kein Problem. Und wenn du sie genommen hast, dann sind sie zu dir gekommen und haben gefragt, ob du die bezahlen könntest und dass es nicht dein Eigentum ist. Dass es gar nicht geht. Und wenn du ihnen gesagt hast, jo, ich habe kein Geld oder ich will die nicht kaufen, dann haben sie die aus der Hand gerissen, also wortwörtlich gerissen. Und haben dich dann beleidigt und sind gegangen. Die Welt ist einfach scheiße, Leute, merkt euch das. Aber es gab auch ganz viele gute Seiten. Ich habe mich ganz viel cool gesehen, ganz vieles cooles Zeug erlebt, war aber auch toll. Muss man wirklich sagen. So, jetzt aber, bevor ich jetzt hier weiter mich verquatsche und noch weitere 10 Minuten oder 8 Minuten über das Thema rede, ich will hier heute weitermachen, beziehungsweise ein bisschen was ausheben, ein bisschen wieder unsere Planung fortsetzen. Ich habe hier links, hier kann ich meinen Screenshot von einblenden, links ein Kreis Make-off in Anführungszeichen, wo ich den Kreis im Prinzip abbauen kann, den wir hier mit unserer Treppe planen. Und ich habe gesagt, hier irgendwo soll das sein. Ich wollte jetzt erstmal planen, wie das denn aussieht oder wie wir das machen müssen, dass die Treppe auch wirklich hier so eine kleine Rundung einlegt, weil ich habe ja gesagt, die soll dann ungefähr, ich kann es hier mal markieren, die soll ungefähr da, wo es jetzt gezeigt wird, da soll die Treppe im Prinzip rauskommen, beziehungsweise in den Kreis hineingehen, nennt es wie ihr wollt. Und dann soll halt der Kreis oder der große Hauptraum beginnen. Und das natürlich zu planen, dass das hier dann auch eine ordentliche Kurve geht und wir da ordentlich rauskommen, ist natürlich jetzt nicht das Einfachste. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall machbar von der Planung her. Was, denke ich, definitiv feststeht, ist, dass hier der Mittelblock sein wird. Das wird, ich weiß nicht, ob ich das im Schnitt so gut zeigen oder ranzoomen kann, aber das wird genau dieser Block sein, beziehungsweise die Umrandung sein. Und von hier aus müssen wir das jetzt planen, aber das ist so unfassbar schwer, dass wir das ordentlich machen können, vor allem mit der Rundung, die ich vorhabe zu bauen, dass das hier alles ordentlich auch Sinn ergibt und wir vor allem von dem Raumverhältnis her, naja, angenehm bleiben und hier keinen Mist machen. Zumal dann auch die Decke hier einen Schwung ergeben muss und alles, das wird echt extrem schwer, aber ich versuche jetzt erstmal die kleine Planung zu machen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach einem kleinen Schritt wieder, bis gleich. Leute, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Timelapse gemacht habe oder nicht, aber ich habe jetzt hier ein bisschen vorgeplant. Also ihr müsst euch vorstellen, das hier ist jetzt unser erster Halbkreis, beziehungsweise halt noch nicht alles, aber halt das erste Stück. Ich werde jetzt das zweite Stück noch planen und hoffen, dass es dann aufgeht, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das hier alles so richtig ist. Aber laut dem Generator, ich habe es jetzt übrigens auf 79 gemacht, also auf 79 Blöcke Durchmesser, statt auf 78. Denn das Problem ist, auf 78 Blöcken haben wir einfach das Ding, dass wir halt nicht einen Block als Mitte haben, sondern zwei, und also das wären dann vier Blöcke als Mitte und damit komme ich absolut nicht klar. Das wäre auch echt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, wie gesagt, bisher sieht das so aus. Oh mein Gott, ich habe gerade das größte Déjà-vu, was ich erleben könnte. Gerade als ich hier lang gelaufen bin, ich könnte schwören, ich habe das schon mal gesehen. Also wirklich zu 100%. Das ist gerade in meinem Kopf aufgetaucht wie nichts anderes. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Oh mein Gott, das ist gerade richtig weird. Ich will das jetzt, wie gesagt, hier noch einmal rumziehen, dass ich euch den gesamten Kreis dann zeigen kann und ich heute vielleicht schon anfangen kann auszuheben. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder nach der kleinen Timelapse, die ich jetzt hier einmal machen werde. Bis gleich, Leute. Bis gleich, Alter. Oh, Leute, die Timelapse ist hier. Ich bin nämlich die Timelapse, was geht. Ich melde mich jetzt hier aus dem Schnitt. Der Evelation-Schnitter ist jetzt hier am Start. Leider gibt es keine Timelapse, denn tatsächlich wurde die Replay-Datei, ich weiß nicht, wo die hin ist. Ich habe da, glaube ich, insgesamt 50, 60 Minuten geplant. Und die Replay-Datei ist einfach nicht mehr da, die ist nicht mehr vorhanden, keine Ahnung, wo die hin ist. Ich habe jetzt schon geguckt, ob die vielleicht irgendwo untergespeichert worden ist, ist sie aber nicht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber ich würde sagen, ich schlüpse jetzt mal wieder zu dem Vergangenheitsflächen zurück, der euch gleich ein bisschen was erzählen wird und dann werdet ihr was Cooles sehen. So, Leute, der nächste Fortschritt wurde erreicht. Ich habe den nächsten Fortschritt jetzt gemacht. Ihr habt es vielleicht in der Timelapse gerade gesehen. Wir haben jetzt hier wirklich, der Kreis ist vollendet, hier unser Beacon. Ich musste ihn übrigens nochmal umsetzen, weil unsere Eile plötzlich weg war. Der Beacon steht jetzt wirklich in der Mitte des Kreises. Ich habe hier wirklich alles ausgemessen, habe alles angepasst und ja, ihr könnt euch ausrechnen. Ich habe jetzt hier noch nicht alles ausgehoben, aber ihr könnt euch, denke ich, ausrechnen, wie viel Fläche das hier noch ist. Also wirklich, ich glaube, das ist echt fucking groß, wenn das ausgehoben ist. Ich habe hier mal, um euch so ein bisschen was zu zeigen, das ist circa, ich würde sagen, ein Sechstel des Kreises, was wir jetzt hier ausgehoben haben. Nur um euch die Fläche zu zeigen, die wir dann hier benutzen können. Ich kann euch auch mal zeigen mit dem Beacon, wo wir rauskommen, denn wir sind tatsächlich gar nicht so weit weg, wie ich erwartet hätte. Denn wenn ich hier jetzt mal rausfliege,
werdet ihr gleich sehen, ich habe selber nicht gedacht. Guckt mal, hier ist unser Biegen, also hier ist der Kreis, die Mitte des Kreises. Und da hinten ist schon der Weg, der nach unten führt. Und hier ist ja dann wieder unsere City. Ja, Leute, ich würde sagen, es sind zwar heute, glaube ich, wieder ein paar viele Timelapses und es ist ein bisschen verwirrend, das Ganze. Aber ich würde sagen, zum Abschluss des Videos zeige ich euch jetzt noch mal eine kleine Timelapse, wie ich das hier alles aussehe, damit ihr auch einen Überblick habt, wie groß dieser Raum wirklich ist. Ich habe es ja jetzt wirklich die ganze Zeit lang ausgehoben. Ich würde sagen, wir machen hier nur die ersten drei Blöcke und der Rest kommt dann definitiv in den nächsten Folgen. Ja, ich würde sagen, viel Spaß mit der Timelapse und ja, bis später. So Leute, ich habe jetzt hier alles ausgehoben, alles ist fertig und ihr seht es schon, das Ausmaß, was das hier alles annimmt, wird echt immer fetter. Das müsst ihr euch halt jetzt wirklich vorstellen, nochmal, lass mich nicht lügen, 50 Blöcke in die Höhe. Das hier sind, bin ich der Meinung, 24 gewesen und davon im Prinzip das Doppelte. Und das in dem Raum hier in die Höhe. Unendlich krank. Ich hatte auch schon die Idee, dass ich es einfach bis nach ganz oben, bis zur Oberfläche aushebe. Und dann auf der Oberfläche eine Art Kuppel baue. Unter der Kuppel eine Art, oder wie soll man das beschreiben, eine Art Gerüst, die im Prinzip die Kuppel hält von oben, dass es von hier unten so aussieht, als würden Baumstämme zusammengehen zu einem fetten Kronleuchter und außerhalb der Kuppel sieht es halt einfach nur nach Inneneinrichtung aus. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Ihr werdet es alle sehen. Ich kann davon jetzt so reden. Ob ich es dann so mache, weiß ich selber noch nicht. Ob es so passiert ist, werden wir erst in kommenden Folgen sehen. Ja, erstmal sieht es jetzt so aus. Und in den nächsten Folgen werden wir uns wahrscheinlich ranmachen. Übrigens, eine Pickaxe ist kaputt gegangen. Hier, eine davon leider. In den nächsten Folgen werden wir uns dann ranmachen, hier einmal die Planung zu schieben. Wie soll das verlaufen, dass es hier auch ordentlich ankommt? Und dann definitiv einmal zu planen, das hier auszuheben, dass es von der Höhe her auch passt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, meine Freunde. Catching feelings is it all? Let me show